Hi, es geht mal wieder um Da Vinci Resolve und zwar um die Version 14. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die mir nicht so ganz schmeckt. Und das ist halt diese Nachricht hier, Media Offline. Es kommt vor, dass manche Dateien hier offline angezeigt werden, obwohl ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe, Open File Location, die Dateien. Hi, in diesem Video Ohne geht es Probleme mal um abspielen den kann. DJI-Service. Anscheinend nimmt sie jetzt Media Resolve ziemlich genau mit den Dateien. Und wenn da irgendwelche Unstimmigkeiten auffallen, kommt diese Meldung. Erschließt mir nicht richtig halt diese Meldung halt. Da sollte vielleicht eine Fehlermeldung ein bisschen genauer beschrieben halt sein. Damit kann ich wenig anfangen. Am Anfang war ich sehr irritiert und habe erstmal nach den Fehlern gesucht halt, warum er die Laufwerke anscheinend nicht findet. Hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Es liegt an den Dateien selber. Wenn man zum Beispiel mit OBS oder irgendwelchen Screen-Recordern aufnimmt, dann kann es sein, dass man bei den Dateien, die eigentlich vollkommen in Ordnung sind, diese Meldung bekommt. Wie ihr seht hier, bei anderen Dateien wiederum nicht. Das Ganze hier erschließt sich mir jetzt auch nicht so richtig halt. Der einzige Workaround, den ich bisher gefunden habe, ist, diese Dateien zu nehmen, wenn die so aussehen, und mit irgendeinem Dateikonverter einfach nochmal wandeln zu lassen. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, ihr müsst die Dateien in den Dateikonverter laden. Also irgendein Videodateikonverter, keine Einstellung oder Veränderung vornehmen, sondern einfach nochmal von diesem Dateikonverter speichern lassen. Es sollte in der Regel auch, je nach Länge des Videos etwas, der Codec von manchen Bildschirmaufnahmeprogrammen scheint wohl nicht hundertprozentig kompatibel zu sein, auch wenn er ein Standard-Codec ist, also ihr selbst hier angezeigt, hier Metadaten, dass das Ganze hier H.264 ist. Anscheinend stimmt da wohl irgendwas in dem Format, im Container jetzt nicht, im H.264-Container hier, stimmt wohl irgendwas nicht. Wie gesagt, die einzige Möglichkeit ist einfach ein Programm zu nehmen, mit dem man Dateien konvertieren kann, also Videos konvertieren kann, und das neu berechnen zu lassen und abspeichern zu lassen halt. Dann in der Regel funktioniert das Ganze auch wieder halt. In dem Fall, wie es zum Beispiel von OBS ausgegeben wird, kann euch das hier passieren. Also, sucht euch einen Coder, Decoder, da gibt es genügend von in den Einschlägen, auf den einschlägigen Seiten. Geht mal auf heise.de oder sowas halt. Da werdet ihr einige Videokonverter finden, wandelt das Video einfach neu um und danach ist das Problem behoben, zumindest mit den umgewandelten Dateien. Ich hoffe, im nächsten Update von DaVinci Resolve wird diese Macke hier behoben sein. Alles klar, das war's auch schon wieder und ciao.